Hallo Eva, schön, dass du hier auch zum Interviewtermin erschienen bist. Gerne, gerne. Und euer Projekt, die Montagsakademie, ja, die startet ja bald, geht in die erste Runde bald. Und ich habe mir mal ein paar Fragen aus der Community mal notiert. Und was mich auch interessiert, ist vor allen Dingen, wie sieht es denn aus mit der Klientel, die schon fortgeschritten ist. Ja, wir waren ja in dem letzten Video schon mal bei Startups. Ja, aber wie sieht das jetzt aus für diejenigen, die vielleicht schon, ich sag mal, 20 Jahre im Markt sind, ja, und ein Geschäft haben, das sich etabliert hat, aber auch jetzt merken mit der Zeit, irgendwie stagniert das Ganze. Nehmen wir mal, ich sag mal, den Klassiker, ein Mensch, der jetzt so 55, 56 Jahre alt ist, ja, so um den Dreh und hat eine eigene Agentur oder ist im B2B-Segment unterwegs und merkt so langsam, irgendwie kommt das nicht mehr so wie damals, ja, so die Kundenakquise, sondern es geht immer so Richtung Social Media, haben die Leute auch schon mal gehört. Sollten sie das jetzt nutzen, sollten sie das nicht nutzen? Wie sieht das mit diesen Menschen aus? Ist die Montagsakademie auch für diese Leute gestrickt? Oder? Ja, danke schön für die Frage, die ich als Babyboomer natürlich, die mir da ganz besonders am Herzen liegt. Und genau da sehe ich auch eines der wichtigsten Klientels. Das habe ich schon in den ganzen Jahren seit 2011, seit ich ja akademiemäßig da ja auch tätig bin, gemerkt. Es gibt viele Unternehmensberater, die 50 plus sind, die also, wo die ihre Kunden auch mehr und mehr erwarten, dass sie digitale Kompetenz haben und dementsprechend auch die Konzepte mitbegleiten. Es gibt Einzelhändler, es gibt Unternehmer, auch B2B-Mittelständler, ne, die eben wirklich merken, obwohl wir gar nicht so sehr consumer-orientiert sind, brauchen wir einfach Social Media. Und ich versuche das mal so ein bisschen aufzuzeichnen, was wir da bieten. Okay. Also hier ist unser Babyboomer. Ne? Wir machen mal hier Herbert. Herbert, das Herbert. Ist Herbert. Herbert ist Unternehmensberater und hat eben wirklich hier Kunden im Bereich B2B, die er sehr, sehr gut berät seit vielen Jahren. Okay, Herbert sieht aber sehr jung aus, muss ich jetzt sagen. Ja, okay, dann kriegt Herbert jetzt hier noch ein paar Falten. Okay. Zack, gealtert. Ja, und er berät vor allem mittelständische Unternehmen im Industriebereich und wird da eben mit konfrontiert, dass die Kunden sagen, hier, wir brauchen eine neue Webseite, hier, wir brauchen eben auch Online-Marketing, wir brauchen neuen Support mit unseren Kunden. Das heißt, womit er konfrontiert ist, ist zum einen der ganze Bereich rund um die Website, ne, vom Aber Kunden. Wissen die Leute das denn schon, wenn sie zur Akademie kommen, was sie genau wollen? Oder ist die Akademie auch auf die Leute konzipiert, die die Möglichkeiten erstmal erkennen? Herbert kommt zu uns, weil er einfach merkt, dass wenn er diese Kompetenz nicht hat, dass er dann seine Kunden verliert. Dann wandern die ab, die gehen zu Jüngeren, die gehen dann zu Beratern, die auch wirklich diese Kompetenz haben, nehmen oft auch dann leider Agenturen anstatt vernünftiger Unternehmensberater und bedenken nicht, dass Agenturen ja immer ein Eigeninteresse haben, die verkaufen ja ihre eigenen Produkte. Und ich finde es ganz wichtig, dass im Unternehmensberatungsbereich ein objektiver, neutraler Mensch da ist, der dann eventuell auch mit den Agenturen verhandelt und gute Preise verhandelt und nicht selber da ein subjektives Interesse hat. Das ist keine gute Mischung. Es ist immer besser, wenn das jemand macht, der das hat. Ja, und da gibt es also diese ganzen Fragen rund um die Website, Suchmaschinenoptimierung, braucht man einen Blog, Content-Marketing etc. Also das ist ein ganz wichtiger Bereich, mit dem Herbert konfrontiert ist. Ja, sehr häufig, hört mal, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, sehr häufig gehört nämlich, oder kam auch aus der Community, das Argument Zeitverschwendung. Ja, genau. Social Media, das ist doch alles nur für Leute, die jetzt da zu viel Zeit haben, um da zu schreiben, wo du sagst auch Blogs, ja, und wer liest denn heutzutage Blogs? Ja. Die Zeit. Ja. Wenn man jetzt 20 Jahre im Business unterwegs ist, hat man das ja eh noch nie gemacht. Also was bringt das? Ja. Ja. Wird das entsprechend behandelt? Wenn wie? Wird es Also wir haben nicht viel Zeit. Ein Modul besteht aus 16 Stunden, 4x4 Stunden, montags abends. Und alle unsere Teilnehmer haben eben so viel Eigenmotivation, dass sie auch wirklich dann sich den Stoff weiterhin selbst erarbeiten. Es gibt Aufgaben, es gibt Anleitungen, wie sie eben sich das auch selbst weiter erarbeiten können. Das kann man in 4 Stunden nicht leisten. Wenn wir zum Beispiel in 4 Stunden eben behandeln,
Social Media, Facebook, sage ich mal. Ne? 4 Stunden eben jetzt Facebook, dann kann das natürlich nicht ausreichen. Mhm. Sondern Herbert muss dann eben auch zu Hause Recherche betreiben und gucken, welche Unternehmensberater machen sehr gut Social Media, an wem kann er sich orientieren und wie kann er eben an Industrieunternehmen, die gut Social Media machen, eben lernen, was er seinen Kunden empfehlen kann. Wichtig ist nur, dass er es selbst beherrscht. Bei uns geht es nur um Praxis und auch nur um die Sachen, die man wirklich braucht. Ich sage immer, man kann alles googeln, aber man muss erst mal wissen, wie es geht. Okay. Und zum Zweiten ist eben dieser Community-Gedanke sehr stark. Wir haben ja einen ganz kleinen Kreis, du siehst ja hier, ist der Tisch, an dem das alles stattfinden wird. Und wir haben maximal 8 Teilnehmer pro Abend. Ja. Und von daher entsteht da auch einfach ganz viel an Community. Und Dennis und ich, wir schaffen den Rahmen, dass dann auch über die Abende hinaus dann die Community verbunden bleibt und sich austauscht. Ihr sagt es so gerade, es ist halt nicht viel Zeit. Führt es nicht dazu, dass ein Entscheider, ja, eher dazu geneigt ist, seine Mitarbeiter in den Kurs zu schicken, als sich selber hier hinzusetzen, weil er vielleicht denkt, oh Gott, das ist sowieso nichts mehr für mich und damit bin ich bestimmt überfordert mit dem ganzen Thema. Ach, und da schicke ich lieber jüngere Leute hin. Sehr gut, dass du das ansprichst. Das ist nämlich unser leidiges Thema und auch der Grund, warum wir dann die Montagsakademie genau in diesem Format erfunden haben, weil es ist nun mal Chefsache. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich wäre auch froh, wenn ich operativ eben alles Mögliche immer abgeben könnte. Aber genauso wie man eben im Key-Account-Vertrieb auch nicht E-Mail und Telefonate abgeben kann am Mitarbeiter, kann man bei diesen wichtigen strategischen Entscheidungen, das kann man nicht Mitarbeitern abgeben. Es geht einfach nicht. Okay. Egal, ob ich jetzt als Agenturinhaber zum Beispiel einfach gucke, wie richte ich meine Agentur eben jetzt wirklich auf die digitale Transformation hinaus oder eben, wie gesagt, als Unternehmensberater. Der dritte Bereich, der Herbert natürlich auch extrem interessiert, ist Eigenmarketing. Ne? Er will ja auch neue Kunden. Er will ja auch wirklich gucken, dass er nicht veraltet, sondern dass er auch für sich tatsächlich auch. Ne? Und dann kommen noch viele Sachen hinzu, aber das sind erstmal so die 3 Grundlagen. Und man muss es selber machen. Und da wäre eigentlich der Idealfall, auch wenn der Chef, sag ich mal, vielleicht mit seinem Verantwortlichen, Marketingleiter oder sowas, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist oder immer ist, ja, praktisch zu zweit. Ja. Und da gibt es Rabatt. Ja, so, ja. Also Unternehmen, die dann zu zweit. Die zu zweit kommen, bekommen dann natürlich einen Rabatt. Okay, lass mich mit einer abschließenden Frage stellen. Und zwar ist auch sehr häufig gekommen, dass das Wissen, was transportiert wird, über diese ganzen Jahre, was aufgebaut wird. Ich höre halt immer wieder von Leuten, die sagen, oh Gott, Wissen teilen? Ja, seid ihr denn alle wahnsinnig? Ja. Man gibt doch alles raus, was das Unternehmen praktisch weiß. Ja. Und das einfach mal so in die Welt posaunen. Wie geht das denn? Ja. Ich meine, was hast du da für ein schlagfertiges Gegenargument? Also wir werden an jedem Abend, der hier stattfindet, werden entweder Dennis und ich auch vor Ort sein und werden uns bemühen, pädagogisch auch so auf unsere Teilnehmer, gerade auch auf die Älteren, denen das wirklich fremd ist, genau wie du sagst, versuchen einzuwirken und wirklich zu sagen, traut euch zu, mehr in die Transparenz zu gehen, mehr ins Teilen zu gehen und mehr zu geben, weil das Geheimnis im Social Web ist tatsächlich, du bist da ja unser bestes Beispiel für. Ist ja großartig, was du immer alles an Wissen auch weitergibst an alle. Aber das ist nun mal das Geheimnis, dieses schreckliche Wort Authentizität und eben dieses Wort großzügig geben ist einfach der Schlüssel zum Erfolg. Anders geht es nicht. Wer geizig ist, hat im Digitalen einfach keinen Erfolg. Punkt. Sehe ich genauso. Gut, Eva, ich danke dir. Ich danke dir und setz mich hin. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.